David gegen Goliath, Tabellenerster gegen Tabellenvorletzten, der neue und ja amtierende Meister quasi, Eider Hadel, empfängt den Tabellenvorletzten aus Lübeck, den MTV Lübeck. Wir beginnen auch gleich mit dem ersten Spielsequenz. Start und Anwurf für die Hausherren von der HSG. Ruhiger Aufbau. Über Drecke, Öttershagen auf der Mitte, Rover auf halb links, Auflösen von Drecke, Rover, Öttershagen springt hoch und trifft zum 1:0. Ja, für viele im Vorfeld war zu erwarten, dass eigentlich Eider Hadel das Spiel macht. Und mit einem super aufgelegten Niklas Warnecke im Tor gegen die ersten paar Minuten auch für die HSG. Hatte zwar vorne noch einige Schwierigkeiten, unter anderem den Kreisläufer anzuspielen. Trotzdem konnte man jetzt schon, man sieht es auf der Anzeige oben links, nach 9 Minuten mit 4:2 schon in Führung gehen. Jetzt das 5:2 durch Yannick Öttershagen. Ja, man schaltete jetzt bei der HSG den Turbo ein, kann man sagen, bis zur Halbzeit. Ging es jetzt munter her auf Seiten der Hausherren. Schöne Kreuzbewegung. Super gespielt von Öttershagen zu Christian Drecke an den Kreis. Der trifft zum 7:3 nach knapp 11 Minuten, die gespielt sind. 9:3 jetzt der Zwischenstand. 13 Minuten gespielt. Super Wurf von Lukas Prösch, den Ball konnte Warnecke nicht halten, war aber wieder am Ball dran, jetzt zum 9:4 verkürzt. Wieder die Gäste im Ballbesitz, super verteidigt von der HSG und jetzt geht es schnell nach vorne. Rover auf Eike Möller, der nach rechts außen wieder zurückgestoßen. Kurz Aufbauphase, jetzt Öttershagen springt hoch. Und da trifft Eike Möller zum 13:5 nach 21 gespielten Minuten. Also man sieht schon, wer ja, den Ton angibt, die spielbestimmende Mannschaft ist. Wieder super Parade von Warnecke, Ball nach vorne und super Treffer von Jano Mumm. Einer aus dieser bekannten und berüchtigten A-Jugend-Bundesliga-Riege, die kurzzeitig bei der SG Flensburg-Handewitt waren, jetzt aber wieder zurück sind in ihrem Heimatverein bei der HSG Eider Hadel. 4 Minuten vor Schluss. Die Hausherren führen 17:5. Lübeck wieder im Angriff und trifft über Ole Jansen zum 17:6 natürlich. Ballverlust von der HSG, jetzt geht es immer nach vorne. Und super gehalten von Niklas Warnecke. Der hat das Bein eigentlich schon oben, mindestens eine Viertelstunde gehabt, oben rechts im Winkel vom Schützen aus gesehen. Und trotzdem wirft dem rauf. Ja, wir sehen, Halbzeitstand 19:6 aus Sicht der Hausherren. Gehen wir auch gleich in die zweite Halbzeit. Ball wird rumgespielt. Aggressive Abwehr jetzt kurzzeitig auf eine 5:1. Verlagert von der HSG. Und schön nach rechts außen gespielt. Wieder Ole Jansen, der trifft zum 20:7. Jetzt Gegenangriff. Eider Hadel hat den Ball. Öttershagen löst auf. Eike Möller hat den Ball. Und spielt zu Nummer 17. Und super gehalten von Gauga im Tor vom MTV Lübeck. Wird schnell gespielt von den Gästen, aber Stoppfoul von der HSG. Jetzt ja, 3 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Man sieht, es ist noch deutlich, aber man kann jetzt schon sagen, es wird sich noch fast noch rächen aus Sicht der Hausherren. Wieder super gespielt über Ole Jansen nach rechts außen, 20:8. Ja, jetzt geht so langsam die Aufholjagd los, kann man sagen, denn es ging nicht viel mehr bei der HSG. 24:12 jetzt der Zwischenstand nach 43 gespielten Minuten. Wieder Ballverlust
Tempo-Gegenstoß über Sören im Sande und 24-13 jetzt. Jetzt wieder nochmal schneller Gegenangriff der HSG über Jörg Gosch. Weitergespielt zu Eike Möller auf halb. Das Hagen zieht an, wirft, Treffer 20-8. Ne, natürlich nicht 20-8, sage ich. 25-13 natürlich. Aber noch eine gelbe Karte für die Mannen von der MTV. 43 Minuten gespielt. Wir machen den Sprung. 10 Minuten vor Schluss. 26-18 steht es nur noch. 8 Tore Rückstand. Nur noch für die MTV Lübeck. Und wieder, da ist der Schlussmann. Niklas Warnecke, super gehalten. Hält seine Mannen im Spiel, kann man sagen. Ball nach rechts außen. Aber sein Gegenüber, Gauger im Tor, hält auch wieder super. Seitdem er drin ist, gibt es so einen kleinen Aufschwung bei den Gästen von dem MTV, von der MTV Lübeck. Jetzt knapp 8 Minuten noch zu spielen, immer nur noch 8 Tore Rückstand. Behutsamer Aufbau der Lübecker. Kreuzbewegung, super, 1-1. Und da trifft Alvin Merck, genau, der Hallensprecher sagt es schon, zum 26-19. Also man merkt, nur noch wenige Minuten zu spielen, aber die Gäste haben nochmal arg aufgeholt. In der zweiten Halbzeit ging nicht mehr viel, nur 7 Tore haben die Hausherren werfen können. Das Hagen wieder im Angriff, Kreuzbewegung mit Georg Rover und er macht jetzt sein erstes Tor erst zum 27-20. Ja, und somit war das Spiel trotz der guten Aufholjagd gelaufen. 3 Minuten vor Schluss stand es 27-20 und am Ende 28-21 Heimsiegerfolg, aber am Ende ein verdienter Sieg, aber nicht wirklich souverän aus Sicht des Meisters, des Neumeisters, der HSG Eiderhade.